Heute prangte es mir entgegen, und zwar der Ministerpräsident aus Niedersachsen. Das stand in der, überall, war es zu hören, auch in der Zellischen Zeitung. Wir dürfen Hass in Niedersachsen nicht zulassen. Ja, natürlich. Hat er ja recht. Oder Michael Müller, der Berliner Bürgermeister, mit einem kampfbewehrten Gesicht, gegen Gewalt und Antisemitismus stellen. Ja, gewalttätige Ausschreitungen sind untragbar. Nehmen wir mal ein anderes Beispiel. Nehmen wir mal an, wir befinden uns gerade in einem Kampfsportverein und die Leute trainieren da und es kommt jemand rein und sagt, wir müssen gegen Totschlag und körperliche Gewalt antreten. Was glaubt man denn da? Oder es berichtet eine Zeitung über diesen Verein mit der Überschrift, niemand soll zu Schaden kommen. Natürlich, in einem Kampfsportverein kann es mal passieren, dass jemand, wenn er nicht aufpasst, oder wenn beide nicht aufpassen, dass man sich da leicht verletzen kann. Ne? Aber wie hört sich das dann an? Jetzt könnte man denken, so wie Schopenhauer sagt, keiner kann über sich selbst hinaussehen. Das heißt, jeder denkt nur so weit, wie er gucken kann oder so weit wie ein Schwein kacken kann, kann man auch sagen. Und wenn einer eben nicht so weit gucken kann, dann könnte man sagen, naja gut, der weiß es halt nicht besser. Ne? Also der denkt, ja, Hass gibt's überall und das resultiert aus Hass oder es sind halt nur Worthülsen, die da daher geplappert werden, um überhaupt mal ein Kampf, starkes Gesicht zeigen zu können oder was auch immer. Oder Black Lives Matter erinnert uns ja auch daran, dass irgendwelche Leute da demonstrieren gehen für Rechte, die sie in Deutschland sowieso haben und so weiter und so fort. Vorsichtig. Das ist ein böser Hinterhalt, denn es gebrauchen nicht nur total verblödete Menschen solche Parolen, sondern es sind auch, sagen wir mal, nicht ganz so dumme, die das gebrauchen. Und zwar ganz aus einem ganz bestimmten Grund. Nochmal. Nicht, weil sie nicht so weit gucken können, sondern man impliziert etwas, man legt etwas hinein. Und wenn eine Demonstration zum Beispiel stattfindet und ich sage, wir müssen gegen den Hass antreten, dann habe ich alle Demonstrationsteilnehmer damit einem Generalverdacht ausgesetzt. Und automatisch der das liest, der die Massenmedien liest, ne, der denkt, ach, ist das wieder mal eine böse Veranstaltung gewesen. So einfach ist es. So einfach, aber wie geht man dagegen vor? Ich hatte meine Klasse, das habe ich übrigens in dem Buch auch mal beschrieben, das waren die sogenannten Barbaren, die haben sich selber Barbaren genannt, weil sie stolz darauf waren, dass eben keiner mit denen zurechtkam. Naja, wenn ich mich mit den Leuten nicht auseinandersetze, beziehungsweise wenn ich denen gleich mit Bosheit begegne als Lehrer, dann wird natürlich nichts. Ne? Jedenfalls, diese Barbaren, die haben sich eben auch deswegen so genannt, weil sie dann eben, wenn ein Lehrer zu langweilig war, auch zu drastischen, unaufmerksamen Mitteln gegriffen haben. Ich sag's mal ganz freundlich. Also die Truppe war schon ein bisschen, naja, war nicht gut angesehen in der Schule. Und jetzt ist es ja eine meine Art, dass man jedem Menschen erstmal Beachtung schenken soll und erstmal ein gewisses Maß an Höflichkeit und 1, 2, 3 war es ganz ruhig. Und nach 2 Wochen bezichtigte man mich auf eine ganz hinterhältige Art und Weise faschistischer Methoden, um Schüler ruhig zu stellen. Das wurde natürlich ganz anders gesagt. Mit deiner Kollegen und der Kollegen, mit Perduna, mit deiner harten Umgehensweise mit den Schülern hast du natürlich sofort Ruhe. Das erinnert schon an gewisse faschistische Methoden. Ja, was hat man damit letztens impliziert? Der Köhler ist ein Faschist. So ganz einfach kann es gehen. Und da, wie geht man damit um? Ganz einfach. Ich habe gesagt, Leute, wollt ihr mir das jetzt unterstellen, dass ich ein Faschist bin? Nein. Dann lasst diesen Blödsinn auch. Und schon war es wieder ruhig, auch unter der Kollegenschaft. Denn vielleicht sind sich da erst einige Leute, das war ach, schon lange her, das war 2004, da war die Faschismuskeule noch gar nicht so Mode. Vielleicht sind sich damals einige Leute erst dessen bewusst geworden, was sie wirklich
mit solchen Aussagen hervorrufen könnten und was für böse Anschuldigungen sie damit hervorrufen könnten. Aber nochmal, wenn man sich solchen Vorwürfen, auch seien sie nur am Rande vorsichtig, ne? Also wir müssen gegen Hass und so weiter auftreten, wenn man sich solchen Vorwürfen, solchen implizierten Vorwürfen, also hineingedichteten Vorwürfen, wenn man sich denen ausgesetzt sieht, sofort dagegen angehen, indem man entweder höflich fragt, Sie wollen mir doch hier nicht Hassbotschaften unterstellen oder Sie wollen mir doch nicht Faschismus unterstellen oder Antisemitismus unterstellen, solche Dinge, oder man schnauzt die Typen am besten gleich an. Denn wer einem so dämlich kommt, der kann auch mal ruhig eine dämliche Gegenwehr erwarten. Ja, Leute, dann wehrt euch, macht was. Macht was, aber macht's gut, ne? Bis zum nächsten Video. Ich wünsche dir alles Gute bis dahin. Bis dann. Tschüss.